Okay, aber es gibt die Trinität, richtig? Bitte? Also es gibt die Trinität. Die Bibel ist durchtränkt von Trinität. Ohne Ende siehst du das. 1. Johannes 5,7. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Ich habe mein MacBook da. Ja, genau. Schlag bitte auf. 1. Johannes 5,7. Ja. Drei sind es, die Zeugnis ablegen. Das meinst du? Weiter, lies weiter. Der Geist, das Wasser und das Blut und diese drei sind eins. Aha. Wahnsinn, ne? Nimmst du von der Lutherbibel? Ja, du kannst die Schlachter aufschlagen, du kannst die Elberfelder aufschlagen. Die sind nochmal klarer. Ich höre viele, die sagen, die sind gegen Luther. Da ändert sich nichts eigentlich an dem, was gesagt wird. Aber du kannst gerne auch die Schlachterversion, wenn du die da hast, kannst du eingeben. Schlachter 2000, dann gehst du oben in diese Sektion 1. Johannes 5,7 und dann kannst du nachlesen. Ja, stimmt, die Seite ist ja Schlachter 3000. Du kannst auch gerne auf bibelhub.com drauf und dann kannst du eine Wort-für-Wort-Studie unternehmen. Und dann siehst du das. Da ist der griechische Originaltext. Und dann die Erklärung zu jedem einzelnen Wort. Voll Hammer. Aber ich finde komisch, wenn man mit dir debattiert, also ich rede nicht von mir oder so, ich habe ein paar Debatten von dir geguckt, du schreist immer um dein Leben und lässt Leute nicht ausreden. Was mache ich? Du schreist immer um dein Leben und lässt Leute nicht ausreden. Doch, du siehst doch, dass ich dich hier ausreden lasse. Ich rede nicht von mir. Ich bin viel unwissend, deswegen ich sage nichts, wo ich nichts weiß, weißt du? Ich muss mich nicht schämen, wenn ich nichts weiß. Ich denn mit Leuten, du siehst doch, dass manche hier reinkommen und so dermaßen so auf Angriffsmodus sind. Also wo ich reingekommen bin, hast du mir gesagt, Jesus segnet dich, ich habe dir nur gesagt, ich wünsche auch eine Rechtsleitung, was eigentlich nicht verkehrt ist. Ja gut, aber wenn jemand mir sagt, Gott segne dich und deine Familie, da freue ich mich und sage, Gott segne auch dich und deine Familie. Warum ist es für dich so schwer gefallen, das aus deinen Lippen rüberzubringen? Aus welchem Bundesland dabei? Kann ich fragen, aus welchem Bundesland du kommst? Oder bitte was? Aus welchem Bundesland? NRW. Ah. Da kannst du dich ja doch mit Cengiz treffen und dann essen gehen. Ja, warum nicht? Scheint ein sehr cooler Typ zu sein. Ein cooler Dude. Und wie sagt man heutzutage? Ich bin schon oldschool geworden. Cooler Dude. Ich kenn diese ganzen Sachen nicht. Dude! Er ist ein cooler Dude! Warum schreibt nicht so viele Samra? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die müssen, wie der sein eigener Prophet als den Fürst der Welt betitelt hat, da bin ich gestorben vor Lachen. Weil Jesus sagt, der Fürst der Welt ist der Teufel. Redest du von Samra? Ganz YouTube hat so angefangen zu lachen und dann kommt er mit Jesaja 9,5. Da ist auch Mohammed vertreten. Ist das zu fassen? Tust du mir einen Gefallen? Ja. Würdest du mit ihm debattieren? Ihn? Ja. Aber der soll doch hier reinkommen. Soll er reinkommen? Aber in seinem Live. Weil du in seinem Live? Aha. Hast du gesehen, wie der mit meinem Bruder geredet hat? Das ist so eine Respektlosigkeit kaum zu überbieten, als er gesagt hat, lass mich mal ausreden. Mein Bruder redet ganz ruhig und ganz locker mit ihm die ganze Zeit. Ich habe mir das nochmal angeguckt, wie oft er meinem Bruder ins Wort gefallen ist. Sagt er, lass mich doch mal ausreden. Guck mal, wie respektlos das ist. Und selber spielt er die ganze Zeit meinem Bruder ins Wort rein. Ich kenne diese Taktik von den Muslimen. Ich habe dazugelernt, bloß nicht in ihren Räumen reinzugehen. Weil da können sie auf einmal die ganze Zeit dich in irgendwelche Ecken da reindrängen. Habe ich gelernt daraus, aus diesem Wahnsinn. Von welchem Bruder redest du denn? Von meinem Bruder Reza, der ihm versucht hat, alles zu erklären, wie der mit meinem Bruder auf einmal geredet hat. Wie ein kleiner Dorftrotteljunge redet er mit meinem Bruder also wie so ein Bollo. Also er lässt ihm ausreden, so wie ich ihn kenne. Nee, das kannst du dir gerne angucken. Kannst du dir gerne auf YouTube angucken, wie der auf einmal redet mit meinem Bruder. Ich hab doch das Video gesehen zwischen dir und ihm. Du schreist, du lässt mich ausreden, dann kickst du. Natürlich, nee. Der hat mich doch gekickt. Was gekickt? Er war in deinem Live drin. Ich habe ihn eine Frage gestellt, er wollte das Thema wechseln. Der wollte sofort Thema wechseln. Ich habe gesagt, bleib beim Thema.
Wir hatten ein Thema aufgemacht und wir reden jetzt nicht über ein anderes Thema, sondern bleiben erstmal dabei. Und danach können wir wieder ein anderes Thema aufmachen. Gar kein Problem. Wollte er nicht. Wollte er nicht. Er ist sowieso ein Supi-Disco-Tänzer. Glaub mir, wenn du die Leute fragst, wen sie eher umbringen würden, sie würden eher ihn umbringen anstatt mich. Glaub es mir. Nein, denke ich nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum du bist so richtig verhasst gegenüber. Ich bin nicht verhasst. Ich denke nur nach und denke mir, muss dir mal vorstellen, dass es andere Sekten gibt, die ihn am liebsten lieber töten würden als mich. Nee, von welcher Sekte denn? Ja, wie von welcher Seite? Du kannst ja mal gucken, wie die Leute, die nicht auf seiner Seite sind, was die dann auf einmal ihn am liebsten, ne, an den Kragen wollen. Ich kenne auch vieles von dir, was Leute von dir wollen oder machen wollen. Ja gut, ich möchte niemals irgendjemanden physisch angehen. Das ist nicht meine Art und Weise. Das werde ich auch niemals machen. Meine Art und Weise ist natürlich sehr aufbrausend, aber ich sage aus Emotionen heraus, das, was ich auf meinem Herzen habe, und das spreche ich auch aus. Also kennst du das Video von dir damals, wo du als Lidl oder Aldi gearbeitet hast? Bitte was? Kennst du das Video von dir, wo du in einem Supermarkt gearbeitet hast? Ich habe noch nie in einen Supermarkt gearbeitet. Ich bin nur reingegangen, um mir was zu essen zu holen. Und die Leute sagen, dass ich in Lidl arbeite. Aber ist das schlimm? Sagen wir mal anders. Ist das schlimm, in einem Lidl zu arbeiten? Ist das so ein niedriger Job oder was? Nein. Aber die Leute, die tagtäglich diesen Job machen, um dass du was zu essen bekommst, dass die Regale gefüllt sind, ist das okay, dass du so darüber denkst? Weißt du, was ich von dir denke? Nimmst du nicht böse oder so? Ich denke, über Internet redest du schon viel. Aber so zum Beispiel, wenn man vor, also nicht, ich sage nicht ich oder so, aber zum Beispiel, wo du mit Jassen diskutiert hast, weil er gesagt hat, ja, in echt würde es anders ausgehen und so dies, das, dass du da eher entspannter bist und nicht so deinen Mund so aufmachst. Ey, du weißt ja, du siehst ja, dass ich bei Abu Nadji auch ein bisschen emotionaler immer wurde. Also ich habe Videos von dir gesehen, wo Leute vor dir standen und du ganz leise warst. Also im Das erste war mit denen, wo du im Supermarkt. Das zweite war draußen in so einem. Du siehst doch, dass jetzt. Ja, wir haben doch überhaupt gar keine Diskussion geführt. Der hat mich einfach gefilmt. Ich nehme etwas aus dem Regal und will schnell zur Kasse gehen. Habe ich gesagt, hör mal auf mit deinem Blödsinn jetzt. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Aber würdest du letztendlich debattieren jetzt? Also in einer Live? Ich bin ja offen hier. Die können alle hier reinkommen. Die können gerne mit mir reden und dann gut ist. Aber natürlich. Aber ich habe dazu gelernt, bloß nicht in diese Räume von diesen Leuten zu gehen. Bloß nicht. Das ist schlau. Nee, also ich würde niemals bei dir reinkommen. Weil die sind ja so heftig, dass sie alles dann so zurechtschneiden, wie sie wollen und dann Teile auslassen und so. Glaub mir, das sind solche Teufel, ey. Boah, was für Teufel. Na. Also zum Beispiel, was du mir gezeigt hast in der Bibel, dieses, wo war das? 1. Johannes 5,7 bis 5,8. Also das wusste ich noch nicht, deswegen ich muss mich darüber schlau machen. Dann geh dich mal darüber schlau machen, dann kommst du irgendwann mal wieder. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Ich wünsche auch die Rechtsleitung. Mach's gut, ja, Nakama. Ciao. Ciao. Ich will eben undercover was sagen. Hä? Was wolltest du denn sagen? Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Ja, alles super. Bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Danke, wünsche ich dir ebenfalls. Danke. Ich wollte eigentlich nur hinzufügen, na, also leider ist der junge Mann weg, der scheint dein... Der hört dich doch, der ist immer noch hier drin. Okay, also für mich ist es einfach nur wichtig, na, weil du schürst ja wirklich nicht für Hass oder Sonstiges. Ich find's einfach nur schade, dass alle immer dich fronten und von wegen erzählen, dass du nicht ausreden lässt und du nicht Sachen beantwortest, obwohl auf die Antworten, die du immer gibst, immer eine weitere Frage folgt. Und wenn du mal was fragst, dann wird immer wieder eine neue Frage gestellt. Das ergibt keinen Sinn. Ja, genau. Sehr gut erkannt. So, das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte, weil ich finde es schade, ne? Weil der hat immer wieder gefragt und dies und das. Und du hast dann Proof gegeben und du hast dann gesagt dies und das. Und dann kam immer wieder eine neue Frage, weil das alles anscheinend unauthentisch ist. Oder er wollte es nicht wahrhaben und dachte, dass ich nicht so darauf antworten könnte oder was, ne? Ja, richtig. Ja, klar.
Naja, mein Lieber, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass er ein bisschen darüber überlegt, so, ne, wenn er reden möchte, debattieren möchte oder was auch immer, dann soll er auch so ehrlich sein und auch auf deine Fragen antworten. Und weil es sieht so aus, als würde jeder gegen dich kämpfen möchten, so diese Geschichte. Ja, das Problem ist, du siehst ja, was ich für eine Detonation ausgelöst habe hier in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und es sind sehr viele Muslime aus dem Islam ausgetreten aufgrund dieser ganzen Texte, die nicht zu ertragen sind. Das ist eine Katastrophe, ist das. Und diese ganzen Sachen sollten ja eigentlich verborgen bleiben. Nur ich bin ja so bereit, alles einzusetzen, damit alle das sehen. Verstehst du? Ja. Ja, die wollen alles unter den Teppich kehren, aber ich bin jemand, warte mal, das müssen wir den Leuten aber noch zeigen. Ich finde das krass. Also ich sage so von mir aus, ich lasse jeden glauben, wie er glauben möchte, wie er mag. Ne? Ich weiß für mich, welchen Weg ich einschlagen möchte, aber ich finde diesen Gegenwind, der gerade gegen dich aufkommt, ist echt unglaublich. Ich habe dich zufällig gesehen, während ich am Kochen war, und es war interessant, und irgendwann wirst du immer wieder vorgeschlagen und sonstiges. Also ich merke schon, dass da sehr viel Action ist bei dir. Ja, also ich werde auf allen For You-Pages gezeigt. Warum? Weil die Leute immer hier auf Gefällt mir drücken. Ne? Also dieses Weiterklicken, damit wir in höhere Ränge kommen. Ne? Du siehst ja, dass ich sehr große Like-Zahlen erreiche und deswegen komme ich immer auf so vielen For You-Pages. Ne? Gerade auf die aus diesem Grund. Deswegen, Leute, ihr wisst Bescheid. Dr. Sheikh und Dr. Sheikh Abu Amir und seine Community sind die stärkste hier auf TikTok. Naja, mein Lieber, ich wünsche dir noch eine sehr schöne Fahrt. Beste Ne? Community. Ja, danke dir. Ali, bis dann. Du musst mich, glaube ich, irgendwie rauskicken. Ich mache das nicht so oft hier mit TikTok. Okay, alles klar, da tue ich dich aus. Danke, danke. Vielen Dank, ihr Lieben, für die Geschenke. Vielen lieben Dank. Möge Gott euch segnen, möge der Herr Jesus Christus sein Angesicht über euch leuchten lassen, ne? Und euch immer die Gnade erweisen, die ihr auch verdient habt. Die Liebe spüren lassen, die ihr verdient habt. Wo ist eigentlich Rob Christian? Der Rob. Könnt ihr mich hören überhaupt?
versuche die ganze Zeit irgendjemanden reinzuholen, ey. Aber geht nicht. Ja. Ja, voll spät, ey. Ich frage vor 10 Sekunden und dann kommt irgendwann mal die Antwort, ey. Wie verzögert das Ganze ist, Wahnsinn, ey. Das geht nicht. Irgendwie, ich will jemanden reinholen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Der längste Sklavenmarkt der Welt haben die Muslime gehabt. Wahnsinn, ne? Den längsten Sklavenhandel. Und dann siehst du, wie Muslime immer aufschreien und sagen, oh, habt ihr gesehen, was ihr mit der Welt gemacht habt? Guckt ihr das an, was England getan hat, was die Franzosen getan haben und so. Ja, das ist sehr, sehr schlimm, was die Engländer und Franzosen getan haben mit der Kolonialisierung. Aber wir müssen aber auch ehrlich sein und sagen, guck mal, was die Araber, die Muslime der damaligen Zeit unter der Anleitung von den Sahaba und alles Mögliche getan haben, ne? Und was Allah befohlen hat, ne? Massakrierungen. Was ist das denn? Da ist irgendwas Neues jetzt gerade bei. Sorry. Ich dachte, da wäre irgendwas Neues. Aber es ist nicht. Der Koran ist verfälscht. But also the order of the sentence was different. Muslims have always claimed that not one letter is changed. Ja. The Koran is perfectly preserved. Ihr wisst ja, dass Muslime immer sagen, dass der Koran perfekt überliefert wurde, nichts davon wurde verändert und. Wie oft hören wir das? Memorized in the hearts of the believing Muslims. Is that so? Ist das so? A possibility that the scribes of Muhammad did not pay. When they wrote the Quran and corrupted certain verses. In the past, we showed you multiple examples, but today I will present for you a new error, a different reading that I found created by a scribe of Muhammad when he was not paying attention. The scribe made a grave error when he wrote the verse in chapter 24, ayah 27. Pay it. 24:27, Sure 24, Vers 27. Sure 24, Vers 27. Guck mal, was der Schreiber des Korans gemacht hat. Attention to the following Arabic word.
Testa'ni su, which means to announce your presence when you arrive at some place. Now let us go to Tafsir al-Tabari. Tafsir al-Tabari. To all of you that today's Quran is corrupted by one of the scribes. The Quran is a page. Abbas, the cousin of Muhammad and Habr al-Ummah, used to read it as Testa'dhinu and not as Testa'ni su. And the reason for that is that the mistake is from the scribes. So Ibn Abbas used to read it as وَتَسْتَأْذِنُ to ask permission. And Ibn Abbas continued saying وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ خَطَعٌ مِنَ الْكَاتِبِ حَتَّى تَسْتَأْذِنُ وَتُسَلِّمُ. Translation, Ibn Abbas said it's a mistake Ibn from Abbas the scribe. Sagte, he made a mistake. Ibn Abbas sagte, dass es ein Fehler ist von dem Schreiber. And wrote Testa'ni su, meaning announcing your presence. The correct word, according to Ibn Abbas, should have been Testa'dhinu, to ask permission. Wie? Testa'ni su. Das wäre die richtige and not das richtige announce Wort your gewesen. Presence. And we also read that Ibn Abbas said that the scribe made a mistake. And Ibn Abbas used to read it as حَتَّى تَسْتَأْذِنُ وَتُسَلِّمُ. And he used to read it because it was the reading of Ubay ibn Ka'b, which means that today's Hafs version of the Quran cannot and will never be the original Quran of Ubay ibn Ka'b, who was among the four top readers of the Quran. Al-Tabari's tafsir also explains that Abdullah ibn Mas'ud's Mus'haf was way different. Not only did Ibn Mas'ud's Mus'haf... Also der Mus'haf von Ibn Mas'ud war ganz anders als der von... Uba ibn Ka'b. Deswegen sagen wir, guck mal, dieser Mus'haf von Ibn Mas'ud hatte 111 Suren. Der von von Uba ibn Ka'b hatte 116 Suren. Wisst ihr, wie die sich uneinig waren, was der wahrhaftige Koran ist, den Mohammed offenbart bekommen hat? Agree with Ibn Abbas, his version of the word, but also the order of the sentence was different. We read that Ibn Mas'ud's Quran said, حَتَّى تُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَتَسْتَأْذِنُ versus today's Hafs Quran. Let's hear it. حَتَّى تَسْتَأْنِسُ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا. Wow, you heard the differences between the Ibn Mas'ud's qira'ah, which is totally different than the Hafs version that Muslims have today. As you see, the Muslims of today use the wrong Quran version. Which und deswegen siehst du auch niemals einen Muslim, der Arabisch spricht, zu jemandem, der sich auskennt mit dem Islam, der auch Arabisch spricht, eine Debatte führen. Nie! Weil die Täuschung ja dann alle sehen können, verstehst du? Oder versteht ihr? Weil derjenige dann so mächtig genug ist, in die Schriften reinzugehen und das Ganze zu lesen. Was ja für uns Hieroglyphen sind, diese arabische Schrift. Das ist nicht mehr normal, ehrlich. Is the Hafs version that has all of these multiple grave errors or mistakes in just one ayah. You Muslims have the wrong Quran that has many holes in it. Wait, didn't Allah say, if this Quran is not from God, then you'll find many mistakes or contradictions in it? Yes. Oh boy. So as you see, Ibn Abbas admits that he used to read it differently. I have some questions for our Muslim friends. Which is the correct reading on the heavenly tablets of Allah? Ja, genau. Was ist denn jetzt in den himmlischen, auf dieser himmlischen Tafel bei Allah? Was ist denn jetzt dort geschrieben worden? Dieses Wort oder das andere Wort? Hä? Ihr seid so eine täuscherische Glaubensgemeinschaft, das kann sich keiner mehr vorstellen. Ne? Täuscherische Glaubensgemeinschaft. Ne? Islam without lies dies.
haben wir Ronaldo oder Messi, ey. Weder noch, ey. Hört auf, Jesus. Jesus Christus. Nicht Ronaldo oder Messi. Hört auf mit dem Quatsch. Der Herr Jesus. The Lord Jesus. The perfect example how to live. Das perfekte Vorbild aller Zeiten. Was sagst du zu Sinan G, Bruder? Was soll ich denn dazu sagen? Habe ich doch schon tausendmal gesagt. Ja, er hat einfach seine kranken Fantasien in einem Gespräch mit seiner damaligen Perle da bei einem Videocall offenbart. Und diese noch krankere Frau als er hat das aufgenommen und ins Internet gestellt. Von beiden Seiten aus ist es einfach nur das Allerschlimmste. Wie kann eine Frau das überhaupt noch aushalten, ihm dabei so zuzuhören und das Ganze nicht abzubrechen? Wie krank muss diese Frau sein? Das frage ich mich bis heute. Okay, Sinan hat diese Drecksaussagen getätigt, was absolut unterste Schublade ist. Aber was ist mit dieser Frau, die auf einmal das Ganze laufen lässt, sich das anhört und sagt, anstatt die sagt, bist du wahnsinnig oder was? Was erzählst du da? Und legt auf, weil sie das nicht ertragen kann. Wie bösartig muss auch diese Frau sein? Das müsst ihr euch mal geben. Ja klar, das mit Kind ist schlimm, natürlich. Da bin ich mit euch. Das sind Aussagen, die absolut geisteskrank sind. Ja, aber man merkt das natürlich. Er hat eine Grenze überschritten. Ne? Diese Sachen, die er gesagt hat, er wollte das halt sagen, damit diese Frau ihn aufs Übelste beleidigt. Er wollte halt beleidigt werden und dachte jetzt, mit dieser Grenze hat er das jetzt geschafft, damit die Frau ihn aufs Übelste beleidigt. Ja, deswegen sagt er auch die ganze Zeit in diesem Dreckvideo, wie würdest du mich jetzt beleidigen, wenn ich das und das machen würde? Also der Kontext der Geschichte zeigt das eindeutig, so wie ich das auch rausgehört habe, auch viele andere rausgehört haben. Dass diese Beleidigungsschiene aufs Übelste, also Grenzen überschritten wurden, die nicht gemacht werden durften. Ne? Ja, ich glaube, von dieser Sache wird er sich nicht so leicht erholen, ne, von sowas. Aber da habe ich gesagt, wenn die Leute ein Problem haben mit Sinans Aussagen, dann müssen sie absolut Probleme haben mit den islamischen Schriften. Mit Finger in Vagina eines kleinen Kindes reinstecken, den PNIS von einem unter 10-Jährigen in die Vulva einer Frau reinstecken. Was ist dann damit? Warum thematisieren wir das denn nicht? Dass der Koran dann sagt, dass man Kleinkinder heiraten darf, mit ihnen schlafen darf und sich auch wieder von ihnen scheiden lassen darf. Warum thematisiert man das denn nicht? Ah, so sieht's aus. Würde Jesus Sinan G verzeihen? Natürlich, absolut. Wenn der Sinan G umkehrt, Buße tut und sowas nicht mehr tut, wie der Herr Jesus Christus sagt, gehe hin und sündige von nun an nicht mehr. Ihr seht ja, wie grausam diese Gesellschaft auch ist. Natürlich sind seine Aussagen unter aller Sau. Aber siehst du, diese ganzen Sünder heben dann selber Steine auf. Sie selber haben Sünden ohne Ende, heben dann Steine auf und wollen ihn steinigen. Das ist genauso wie mit der Ehebrecher und dem Herrn Jesus Christus. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Deine Sünden sind dir vergeben. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das sagt der Jesus auch heute zu uns. Natürlich können wir das nicht ertragen, was er da sagt, gegenüber Kindern und so, ne? Aber ihr müsst das auch betrachten, diese Kontextgeschichte, dass er aufs Übelste beleidigt wurde. Beleidigt werden wollte und halt dann diese Grenzen überschritten hat des Wahnsinns, ne? Ja. Er ist das. Sinan G ist Koran gefolgt. Ja, wenn wir das so nehmen, dann ist der Ibn al-Qayyim gefolgt, der das in seinem Buch Bada al-Fawaid im vierten Band auf der Seite 96 schreibt, in die Hände eines Kleinkindes ejakulieren. Da müssen die Muslime ein Riesenproblem mit den Büchern des Sunniten haben. Ich bin ein Fan von mir. Nein, sei kein Fan von mir. Folge dem Herrn Jesus Christus nach und beuge deine Knie vor ihm,
bereue deine Schuld und werde von Neuem geboren. Das ist mein Rat an jeden von euch, der noch keine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen hat. Ihr könnt diesem Wahnsinn nicht entfliehen, der bald stattfinden wird. Ihr werdet dem Wahnsinn nicht entfliehen können, ehe ihr nicht eure Jesus Christus gebeugt habt. Jesus Christus gebeugt habt. Dr. Scherer. Aber mir wird langsam müde, ey. Den ganzen Tag bin ich schon hier mit euch live, ey. Wahnsinn. Ich glaube, dieses System ist, glaube ich, ein bisschen zu überlastet oder was, ne? Wann bist du wieder auf YouTube live? Ja, ich denke, eventuell morgen, wenn ich es schaffe, ne? Ja, sehr beschäftigter Mann. Dr. Sheikh Abu Amir ist sehr, sehr beschäftigt. Gesegnet seist auch du. Wo ist Reza? Ja, keine Ahnung, wo Reza ist. Boah, langsam werde ich richtig müde. Ich glaube, wir machen jetzt langsam Schluss für heute. Eventuell komme ich nochmal später live, ne? Machen wir das so. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht auf euch leuchten lassen, ne? Haltet am Herrn Jesus Christus fest, lasst seine Hand nicht los und die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, trefft eure Entscheidung. Ihr macht nichts Verkehrtes. Ihr folgt jemandem, der nie in seinem Leben gelogen hat, der nie auch nur eine Sünde getan hat, der der wundervollste, heiligste und gerechteste ist von allen, die ihr jemals in der Weltgeschichte gesehen habt. Den Sündlosen.
Gott segne euch, ihr Lieben. Wir sehen uns dann später, ja?